Hallo und herzlich willkommen zur Horror Picture Show. Rocky Horror Picture Show. Nein, Quatsch. Natürlich zum Crime Scene Simulator. Ja, und es hat sich in unserer Werkstatt überhaupt rein gar nichts verändert, außer dass scheinbar unser Seitenspiegel abgeklebt worden ist. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal kurz ins Bett. Wo ist denn unser Fluffy? Wo ist denn unser Fluffy? Da ist der Don't gute worry, Junge. Dexter. Ja! Ladies are more into good boys. Ja, du bist ein ganz braver. Wir machen das jetzt noch einmal kurz von vorne und dann gehen wir ins Bett. Oh, können wir das überhaupt? Ich spring mal hier rüber. Who's a good boy? Ja, gut. Dann streichen wir ihn von vorne und kommen irgendwie hinter ihm aus. Ich hoffe, wir haben dabei jetzt keine Hintergedanken oder so. Das wäre jetzt ekelhaft. Na gut, dann da war's, glaube ich, ne? Ja, dann legen wir uns drum nur aufs Ohr. Und damit ist der Tag schon wieder vorbei. Nein, natürlich noch nicht ganz. Ich glaube, in Zukunft werde ich auch einfach den Teil überspringen, wo ich mich tatsächlich nur noch ins Bett lege. Ich werde dann einfach hier weitermachen. Ich glaube, das ist, ja. Das ist wohl besser. Keine Aufgaben an diesem Ort, das ist klar. Missionen von deinem Computer können wir direkt annehmen. Oh, Kurzschluss, was ist jetzt? Oh, es war eine andere Art von Kurzschluss. Anon King, du musst meinen Namen nicht wissen, aber ich kenne dich, Mr. Kowalski. Wie du weißt, wird diese Welt von Hackern und Immobilienmaklern regiert. Und rate mal, wer der OG unter ihnen ist. Genau, ich. Ich mache kaum Fehler. Aber verdammt, dieses Mal habe ich wirklich Mist gebaut. Der Immobilienmarkt dreht durch, also musste ich natürlich den Preis von dem geilen Haus manipulieren, das ich im Auge hatte. Habe in den Smart Home System gehackt und die Familie, die dort lebt, verängstigt. Und sie denken lassen, es sei ein Spukhaus. Das wäre bestimmt mal ein cooler Film. So einen ähnlichen, glaube ich, gibt es sogar. Habe den Mord-Selbstmord-Plot-Twist nicht kommen sehen. Mein Fehler. Ach du Scheiße, okay. Kannst du das Chaos für mich beseitigen? Es wartet eine fette Belohnung auf dich, wenn du es schaffst. A Punkt. Also erstens, scheinbar heißt er ja Arnon King. Also haben wir den Namen ja sowieso. Und zweitens, WTF. Das ist natürlich scheiße, wenn man nur den Preis drücken will oder sowas und dann ist auf einmal ein Mord-Selbstmord-Plot-Twist da drin, ja. Wie er es so schön sagt. So, Klinik betreff unbezahlte Behandlungskosten, Elena Kowalski. Herr Kowalski, dies wird das letzte Mal sein, dass ich Sie daran erinnere, alle bereits überfälligen Zahlungen zu leisten. Die maximale Zahlungsfrist beträgt 60 Tage. Sie schulden unserer Klinik 23.000 Dollar. Wo sehe ich eigentlich, wie viel ich im Moment habe? Ich sehe das immer nur, nachdem ich da drin war. Und der Betrag erhöht sich täglich um 1.500 Dollar. Wir möchten Elenas Behandlung ungern stoppen, aber wenn Sie uns nicht bis Ende des Monats bezahlen, lassen Sie uns keine andere Wahl. Ja, die Frage ist jetzt, müssen wir das selber machen? Oder, weil ich kann ja auch nirgendwo draufklicken sonst. Oder macht er das automatisch? Weil ich bin mir nicht sicher, wie viel Geld wir überhaupt haben. Und 23.000 Dollar könnte sein, wie viel haben wir denn jetzt gemacht? Drei oder vier Aufträge? Ja, jeweils, was haben wir denn verdient? So 6.000 bis 7.000 würde ich jetzt mal sagen. Plus das, was wir nebenbei haben. Theoretisch müssten wir das sogar schon eingenommen haben. Die Frage ist nur, müssen wir das auch selber beweisen? Dann Tyler Novak, Wunder über Wunder. Seit du mir geholfen hast, ist es, als würde jeder Tag ein neues Wunder bringen. Ich dachte, ich wäre schon erledigt, weißt du. All diese Schulden, keine gute Schule oder normale Arbeit und so weiter. Aber die Dinge werden täglich besser, lol. Kürzlich habe ich dieses Mädchen Trisha getroffen und wir haben uns sofort verstanden. Sie gehört auch zu den Straßen. Also versteht sie es. Hä? Versteht mich. Sie macht großartige Musik und ich weiß, dass sie es eines Tages rocken wird. Es ist seltsam, aber es bringt mich irgendwie dazu, mehr über das Leben nachzudenken. Oder sie tut es, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kann sie Ihnen eines Tages vorstellen. Ja, wäre doch nett. Ist doch kein Thema. Moment. Ach so, Moment. Mission annehmen. Haben wir die gar nicht angenommen jetzt? Stimmt. Die haben wir noch nicht angenommen. Aber was ist jetzt hier mit? Hier kann man ja jetzt nichts annehmen. Ich finde das doof. Ich würde halt gerne.
die Rechnung bezahlen. Ich denke, wir haben genug. Moment, wenn ich jetzt auf Escape drücke, nee, dann sehe ich gar nichts. Wie sehe ich denn? Ach, guck mal. Ach, hier sehe ich die Kassetten, die ich alle bekommen habe. Ja, das ist ja cool. Hebe auf. Ja. Nee, keine Ahnung. Aber normalerweise hätte ich jetzt gesagt, dass wir das vielleicht überweisen können. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend dürfen wir das noch gar nicht. Können wir das noch gar nicht. Ich war jetzt unten, oder? Da ist hier mein Daddy, guter Junge. Ja. Papa muss noch mal eben ein paar Leichen beseitigen. Dann komme ich wieder nach Hause, okay? Dauert so eine Stunde auf anderthalb. Was war denn das mit der Tasse? Ich glaube, bei mir spukt's auch. Hallo, Tasse? Warst du das, mein Kleiner? Oder sind die Geister auch hier angekommen? Ich bin mir nicht sicher. Falls sie mich verfolgen, sie sollen mich in Ruhe lassen. Ich fahre schon mal mit dem Auto weg. Papa kommt bald wieder. So. Kurzschluss. Das Spuken, ja, das Symbol ist wenigstens cool gewählt, ja. Okay. Kann ich hier eigentlich? Moment. Nein. Ich wollte doch... Nee, hier kann ich aber auch nicht... Na, sehe ich nur, was ich... Falsche... Ach so, doch, hier, Moment. Das sind... 18... Naja, gut. Es sind jetzt... 18.500 plus das, was wir nebenbei noch haben. Also das waren ja auch nochmal gut 3.000 oder sowas teilweise. Normalerweise müsste ich das Geld damit eigentlich so knapp bezahlen können. Wenn er es automatisch macht, das weiß ich natürlich nicht. It'll be a long night. Kapitel 3. Don't ask me why smart houses began to creep the shit out of me. I saw so many weird things all in one place. No wonder those people went mad. If I didn't know, I would have gone mad too. Ja, wunderbar. Ich komme hier rein und das Erste, was passiert ist, dass mir hier ein Ball entgegengeflogen kommt. Das ist genau das, was ich hier gebrauchen kann in einer komplett neuen Wohnung, wo es heißt, dass es spukt. Is scaring one's neighbors to death the only way to fight these insane housing prices? Okay, wir haben schon mal das Badezimmer gefunden. Sehr gut. Scheint auch nirgendwo Blut zu sein. Nein, das ist immer gut. Ich habe übrigens... Wie ging das nochmal mit Tee? Ah ja, genau. Dann komme ich hier in den Fertigkeitsbaum. Ich habe hier noch ein bisschen was offline nach der letzten Folge reingemacht an Punkten. Oder um nicht zu sagen, ich habe alle Punkte hier reingemacht. Ihr seht, was ich hier verbessert habe. Also hier glaube ich jetzt nichts. Aber hier bei der Waschstation vom Reiniger. Das nächste sollte dann sein, dass nochmal die Tankkapazität um 30% erhöht wird. Und ich habe... Hier war es nicht. Ich habe irgendwo dieses Treppchen. Ach genau, hier habe ich mir dieses Treppchen geholt. Und ich habe diesen Reinigersinn hier, diesen Blick habe ich verbessert. Da will ich jetzt noch drauf sparen, dass ich keine Abkühlzeit mehr bekomme, sondern dass man den so oft, wie ja, man eben möchte, auch benutzen kann. So, das schon mal als Info. Dann... Haben wir hier irgendwas Neues? Ach so, klar, da ist die Trittleiter jetzt mit drin, ne? Stell mir hier mal die Lampe auf. Vielleicht hätte ich direkt die UV-Lampe nehmen sollen. Hm. Wir machen es erstmal so. So. Oh, da ist auch noch ein Katzenbaum. Na super. Reiniger. Ganz wichtig, erstmal den Boden reinigen, damit ich hier nicht nochmal durchlaufe und dann überall Fußabdrücke habe, ne? Das kommt eben nicht so gut an. Dauert aber unheimlich lange, bis ich den Sinn wieder benutzen kann. Also für mich unheimlich lange. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie... Ich bin ja zig meiner Berufung. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie ja, nicht warten kann oder sonst was. Aber ich hätte es halt schon gerne, weil es praktischer ist, ne? Dann, dass man sofort wieder benutzen kann. So, und schauen wir mal, dass ich hier die Treppe auch noch
gereinigt kriegen. Ich muss mir ja wirklich mal das andere hinstellen. Warte mal. Alter. So. Ach nee. Da. Den wollte ich. Ich hoffe, dass mit dem Basketball alles in Ordnung ist und der nicht... Ach so, der ist auch noch... Ja, natürlich. Der ist ja da komplett drüber gegangen. Ich hoffe, dass mit dem alles in Ordnung ist und nicht der Basketball irgendwie... Oh, da ist eine Hand drauf, okay. Nicht verflucht ist, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Haben wir jetzt? Kann ich ihn drehen? Ja. Aber ich glaube, da ist nichts mehr drauf. Ach so, was mache ich denn damit? Lege ich den hier hin, oder? Was haben wir denn hier? Such a little device, so much carnage. Na, das war die... Ja, ja, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Hier unten sind auch noch Türen, die ich nicht öffnen kann. Wo kann ich die nicht öffnen? Hm. Won't budge. Well, that door is closed. Wieso sagt er hier nichts? Kann man auch nicht öffnen. Nun gut, dann mache ich dich erstmal voll, bevor wir die Treppe ein bisschen höher gehen. Und dann muss ich hier irgendwie rum, ohne meine eigenen Geräte kaputt zu machen und umzuwerfen. Wieder stelle ich mir die Frage, was passiert eigentlich mit dem Holz, wenn ich das die ganze Zeit mit dem Dampfstrahler bearbeite? Also, ob das Haus nochmal verkauft wird, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit dem Typen ist, ob der das jetzt kaufen möchte. Ich meine, jetzt hat er den Kaufpreis ja irgendwie sehr effektiv runtergesetzt, ne? Ich meine, jetzt sind ja Leute hier drin gestorben, dann können sie es eh nicht mehr so gut verkaufen. Das sind so Sachen, die interessieren wahrscheinlich kein Schwein, aber mir fallen sie halt eben auf. So, was haben wir hier? Kommen wir da noch hin? Weil ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, das war klar. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meiner Reichweite. Was ist denn da hinten passiert? Eieiei. Was war denn das? Lebt hier noch jemand? Oder was war das gerade? Irgendwie habe ich was Komisches gehört. Ich weiß auch nicht. Bin mal gespannt. Nicht, dass mir hier einer noch entgegengelaufen kommt oder so. Drei Leichen sind es. Alle sind... Ja, nee, ich glaube noch nicht mal, dass alle oben sind. Ich glaube, da kann ich dich hoffentlich hinstellen. So. Brauche ein bisschen Platz, damit ich hier gleich... Ah ne, das ist nur... Also ein bisschen sauberen Platz, besser gesagt, damit ich hier gleich die Lampe hinstellen kann. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Kann ich den... Ne, kann ich nicht. Moment, da muss ich den mal eben... So. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Da gibt es schon einen Kurzschluss. Alter, was ist das? Ach, das ist... Ach so. Ich wollte schon sagen, das ist das Gerät. Ich denke die ganze Zeit, das ist irgendein Geräusch um mich rum. Ich bin die ganze Zeit schon am gucken, ob hier gleich einer rumläuft oder so. Wasser haben wir hier nicht.
Muss das mal eben? Or some kind of exorcism. Probably both. Ja. Christ almighty. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Sagen wir es mal so. Alter, hier geht ja gar nicht sauber. Hallo. Okay, darf ich noch nicht. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil das hier drumherum noch dreckig ist. Oder war das, weil ich das Ding... Das ist wahrscheinlich, weil ich das Teil noch in der Hand habe. Ne? Machen wir es erstmal sauber. Dafür sind wir ja hier. Dafür werden wir bezahlt. Und auch gar nicht so schlecht bezahlt, würde ich mal glatt behaupten. Ich habe hier oben tatsächlich kein... Ich habe kein Wasser, ne? Hm. Ach nee. Ach, ich habe es auch mit der falschen Taste eben probiert, davon mal abgesehen. Okay. So. Einmal wieder nach oben. Machen wir erstmal die Ecke, würde ich sagen, ne? Geht das hier auf? Natürlich geht es auf. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist ein kleiner Exorzismus da in der Ecke gewesen. Ich hoffe, da hat jetzt keiner irgendwie seine Familie erschossen oder so, weil die gedacht haben, nach dem Motto, wir hören Stimmen. Das wäre es jetzt noch. Moment. So. Da sagt er nichts mehr zu. Na gut. Ja. Oh, leg es doch einfach da drauf. Und gut ist. Dann mach's halt so. Ist mir auch egal. So. Mit diesen... Wie ihr seht hier, mit diesem Blick kann ich übrigens jetzt auch hier so Hinweise oder sowas finden. Was zeigt der mir denn da an? Ich bin mir nicht sicher. Ach nee, das, oder? War das jetzt meine Lampe? Das war, ach so. Das war meine Lampe. Okay. Ich meine aber, ich kann jetzt auch Hinweise finden. Oder das wollte ich als nächstes freischalten. Eins von beiden. Ja. Ich glaube, ich sollte die Lampe mal hier reinsetzen. Das sieht nicht so ganz gut aus für mich, ja. Es sollte aber jetzt... Ach nee, ganz leer ist es noch nicht. Nehmen wir die Lampe mal mit. Hallo? So. Hier links scheint nichts zu sein. Moment, das können wir auch mal eben durchsuchen. Macht das zwar ungern im Dunkeln, weil ich dann eigentlich gar nichts sehe. Also nicht nur eigentlich, ich sehe überhaupt gar nichts. Aber... Ich sag mal, normalerweise müsste der... Ist das auch Blut? Nee, das ist nur Farbe, ne? Oder sehe ich das... Moment. Da oben war ein Badezimmer? Der hat mir doch gerade... Geradeaus ist... Also Badezimmer nicht, aber da ist ein Wasser. Moment, Moment, Moment. Dann... Kommando zurück. Dann mache ich erstmal den Außenbereich. So, damit ich nämlich hier oben besser ans Wasser drankomme. Das finde ich persönlich dann immer ein bisschen einfacher, als wenn man dann die Treppen hier wieder runterlaufen muss und alles. Und das erstmal. So. Also das kann ich euch tatsächlich nur als Tipp geben. Oh, ich glaube, da hinten geht es weiter. Dass man erstmal guckt, wenn man in eine andere Etage wechselt, wo ist das Badezimmer? Könnte eine Meerjungfrau darstellen. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist das Badezimmer und das dann erstmal frei machen, dass man da hinkommt? Definitely not God's work. Nee, Gottes Werk war das nicht. Das war das Werk von den Typen. Aber nicht ganz so gewollt, sagen wir es mal so.
So, dann nehmen wir dich doch schon mal mit. Okay. Was zur Hölle ist das hier? Da ist ein Schlüssel. Ah, Schlüssel zum Wohnzimmer. Sehr schön. Aber das mit den Hinweisen habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht drin. Das wollte ich als nächstes dann freischalten. Okay. Da können wir alles nichts mitmachen. Alles für Spielzeugmäuse. Und was höre ich hier die ganze Zeit? Irgendwas höre ich hier die ganze Zeit. Irgendwas ist hier gerade ganz komisch. Zerstöre den... Moment. Zerstöre den Roboter? Saugroboter oder was stand da gerade? Moment. Das war unten, ne? Zerstöre den Saugroboter. Höre ich das hier unten? Ich denke mal, da ist das Wohnzimmer. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Ich glaube, den höre ich. Alter, wer hat hier bitte gewütet? Aber der kommt hier nicht rausgefahren. Ich mach die Tür nochmal zu. Aber ich weiß zumindest, woher das Glocken die ganze Zeit kommt. Also denke ich zumindest, dass es das ist. Eieieiei. Schauen wir erstmal eben hier. Mama dreht durch. Was ich als kleine Fehlfunktion oder irgendeinen Fehler sehe, ist für sie ein harter Beweis dafür, dass wir verflucht oder sogar besessen sind. Ihre Medikamente wirken entweder nicht oder sie nimmt diese verdammten Pillen gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich Hilfe bekommen soll. Wir sind verloren. Möge Gott dieser Familie gnädig sein. Okay, also das scheint hier... Nope. God didn't help them. It's not really his thing. Das ist aber nicht das Spielzimmer, aber hier stehen halt, hier steht auch Spielzeug rum. Ach, die Kakerlaken, die mir auf den Sack. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Was ist das? Das ist aber kein echter Arm, oder? Also, das ist jetzt nicht hier... Whoa, whoa, whoa. Easy. Ich dachte, da fällt jetzt eine Leiche raus. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach du Scheiße. Alter. Okay, kann man nichts machen. Was sind das für komische Leute hier gewesen? Aber da ist, glaube ich, jetzt so nichts zum Stehlen oder so, so wie ich das mitbekomme. Nun gut. Eieiei. So. Dich nehmen wir jetzt erstmal mit in den ersten Raum. Der ist nämlich bei weitem noch nicht gesäubert. Und dich nehmen wir auch damit hin, weil ich glaube, hier oben ist kein Blut in dem hinteren Raum. Da brauchen wir dich nicht. Wer übrigens jetzt denkt, ich höre mich irgendwie seltsam an. Ja, ich höre mich tatsächlich seltsam an, weil ich total nasal spreche die ganze Zeit. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wie ich es jedes Jahr immer wieder schaffe, im Sommer krank zu werden. Also dieses Jahr weiß ich es. Dieses Jahr hat der Epi mich angesteckt. Aber grundsätzlich weiß ich nicht, wie ich das immer wieder schaffe. Ich habe meinen extremen Eisenmangel irgendwie im Verdacht. Aber ich
krieg's halt nicht hin, dass ja, mein Körper das Eisen, was ich halt eben aufnehme eigentlich, tatsächlich auch umwandelt oder verwertet, sagen wir es mal so. Bin ich jetzt alles am kaputt machen? War das vorher nicht kaputt? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Eieiei. Sieht aber auch aus hier. Na komm, die Sachen sind eh kaputt. Dann können wir die jetzt auch so... Scheiß drauf. Macht jetzt auch nichts mehr aus. Ja, das war so klar. Oh, die Lampe auch noch. Und dann machen wir die erstmal eben sauber. Na, ah, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Wieso spritzt die jetzt immer noch so komisch? Aber jetzt ist sie nicht mehr. Ja, gut, da hinten. Ja, obwohl, da kann ich es auch noch hinstellen. Tun wir die erstmal dahin. Ja, dann holen wir uns erstmal wieder neues Wasser. Ja, wird ein spaßiger Ort hier. Ich merke das schon. Unten im Wohnzimmer wurde scheinbar oder offensichtlich auch gewütet. Hier haben wir noch eine Leiche. Eventuell nebenan noch. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da war ich noch nicht nachschauen. Nachgucken. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts. Nee, da habe ich jetzt so nichts. Das Gute ist, die Sachen, die man wegräumen muss, kann man sowieso normalerweise nicht kaputt machen. Du kriegst auch direkt mal eine Dampfstrahlung ab hier. Frag jetzt mal nicht, ob das für dich in Ordnung ist, weil du bist tot, sollte für dich in Ordnung sein. Ob das sehr angenehm ist, kann ich dir natürlich nicht sagen. Wobei, ich glaube, dem ist weder was angenehm noch unangenehm mittlerweile mehr. Ist das normal, dass das hier so grün ist? Vermutlich. Boah, da schrumpeln sich die Eier zusammen. Natürlich. Moment. Da. Wir nehmen aber erstmal die Leiche mit. Blunt force trauma. Hit in the head many, many times. Viele Schläge auf den Kopf, okay. Bist du jetzt da drin? Ich kann es gar nicht sehen. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, steht ja auch da oben. Entsorge Körper 1 von 3. Alter. Hallo. Darfst du es gerne aufrecht setzen? So. So sehe ich wieder mehr. Okay. Hallo, viel Zeug hier rumstehen. Hallo, nimmst du den mal mit? So. Nein, du sollst mit reinkommen. Nicht davor hängen bleiben. Das dürfte auch noch was sein. So. Das hat, glaube ich, irgendwas mit einer Einstellung zu tun, die ich gemacht habe. Da war nämlich irgendwo was, wo man einen Punkt reinmachen konnte, dass, ich weiß nicht genau, der Strahl stärker ist oder so, keine Ahnung, und dass dann drumherum die Sachen sich schneller wegziehen sozusagen, damit man schneller reinigen kann, auch an nicht ganz so tollen Stellen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich den Punkt da reingemacht habe, aber das ist eigentlich ganz cool. Also eigentlich ganz praktisch, muss ich sagen. So. Ach, das ist eine Uhr. Ach. Ja, Gottchen, das hätte ich überhaupt nicht gesehen. So. Diese eigentlich in dieser Ansicht schönen Sternbilder müssen wir leider zerstören.
Ja, ich weiß, es ist Blut. Aber es sieht trotzdem irgendwie ganz schön aus. Also so wie es jetzt ist. Natürlich nicht mit der Prämisse, dass es halt eben Blut ist. Finde ich aber auch ganz gut gemacht, weil so kann man das Ganze natürlich auch gut spielen, ohne dass man überall Blut sieht, falls man da irgendwie ein Problem hat oder sonst was. Klar, man sieht es natürlich im ersten Moment, aber theoretisch, wenn ihr dann Probleme damit haben solltet und ihr nehmt die UV-Lampe mit, dann sollten die Probleme eigentlich passé sein. Adam, meine Mom macht mir verdammte Angst, Alter. Paul, was? Warum? Adam, ich wache auf und sie steht betend über meinem Bett. Paul wusste nicht, dass sie so religiös ist. Adam war sie auch nicht. Aber jetzt glaubt sie, der Teufel wohnt in unserem Haus. Ich packe meine Sachen und ziehe aus. Paul, verdammt. Religious fanatics. Sometimes your mom is one of them. Ja, manchmal ist deine Mutter eine von ihnen, genau. Okay. Jetzt muss ich hier nur gucken, dass ich das direkt in der Umgebung ein bisschen so mit der Hand mache. Da ist er, der Strahler. In der Hoffnung, dass ich so jetzt nichts kaputt mache von den Vasen. Problematisch wird es jetzt allerdings gleich bei der Decke werden. Ich muss leider mal hier drauf. Es tut mir leid. Oh, Moment, da unten ist auch noch was. Ja, die Decke verbraucht viel Wasser, ist so das Gefühl. Eieiei, mir wird schon schlecht, wenn ich hier noch gucke. Das ist da hinten eigentlich mehr. Gut. Naja, es geht in langsamen Schritten, aber es geht, immerhin. Und wir müssen jetzt nicht jedes Mal hier rumspringen oder so, das ist ja auch schon mal was Positives. So, das sind die Sachen, die wir noch einsammeln müssen, das ist klar. Ansonsten glaube ich, ist hier überhaupt gar kein Blut mehr drin. Das ist schon mal gut. Packen wir den mal eben weg. Das war hier. Der war hier. Das können wir direkt mitnehmen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass heute nicht allzu viel hier drin ist, was man stehlen kann. Sieht zumindest so aus. Naja, die wollten... Ja, gut, die wollten ausziehen, ne? Nach dem, was ich mitbekommen habe. Das heißt, das meiste wird wahrscheinlich verpackt sein. My janitor training comes in handy once again. Wie komme ich denn da jetzt hin? Dein Ernst? Was soll ich das denn machen? Hä? Moment. Ah! Jetzt geht's. Okay. Ich dachte schon. Okay. Und schon wieder haben wir alles voll. Müllsäcke entsorgen. Hier war ich drin. Ah ne, das ist die Maus. Die brauche ich nicht zu entsorgen. Die gehört ja quasi hier hin. Das würde jetzt wahrscheinlich auch überhaupt gar keinen auffallen hier, weil wie gesagt, die wollten ja eigentlich ausziehen. Das heißt, da weiß sowieso keine Sau, was jetzt irgendwie von denen ist und was nicht. So. Da sind noch zwei Sachen. Aber sonst sehe ich jetzt hier nichts zum Wegräumen.
Wir sehen hier etwas zum Stehlen. Ach, dann war das zum Stehlen. Nicht die wichtigen Objekte in dem Sinne, sondern die Sachen zum Stehlen, die der angezeigt hat. Da unten ist was. Keine Ahnung, was das war, aber wir nehmen es mal mit. Okay. Shit. This job will kill me one day. Alter. Was zur Hölle? Das sieht eigentlich noch ganz gut aus hier. Das wiederum sieht nicht so ganz gut aus. Ach, du bist schon wieder... Mann, du bist schon wieder leer. Irgendwas hat doch gerade geplinkt. Ich weiß aber nicht, was. Oh, Gott. Eigentlich ganz lustig. Ich denke mir, oh ja, Riesensauerei. Fangen wir mal an. Und er geht so da rein und sagt, oh Gott, ich habe sowas noch nie gesehen. Und ich denke mir dann immer, ja, ist wie das letzte Mal. Nur ein bisschen unordentlicher quasi. Wo soll ich die Überwachungsaufnahmen löschen? So, ich müsste... Achso, ich müsste eigentlich... Was haben wir denn hier? Das nehmen wir doch mal mit. Oben auch noch was? Nee. Okay, der ist eindeutig erschossen worden. Hier liegen Patronenhülsen rum. Ja, auch gerne mal mit so einem Hochdruckreiniger, aber ich glaube, das ist so ein Dampfreiniger oder sowas, was man dafür braucht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja diese Reiniger, die man halt für größere Teppiche benutzen kann. So ein Ding würde ich echt gerne mal benutzen. Ach, hier ist auch schon wieder was. Eieiei. So. Das andere war ja okay. Der Raum sieht eigentlich wieder gut aus. Was eigentlich hier mit der Heizung? Die Sachen explodieren jetzt aber nicht irgendwie oder so, wenn ich die da an der Heizung liegen lasse. Ne? Das wär's noch. Erstmal Haus ist explodiert. Ups, gar nicht nichts für. Aber der Tatort ist gereinigt. Ich darf nur nicht vergessen, die Patronenhülsen wieder alle reinzutun, also wegzuräumen, Müll zu werfen, so, das wollte ich sagen. Das ist auch sauber. Komme ich da an den PC ran? Moment, Moment, Moment. Den PC könnte man natürlich auch einfach mit Wasser einmal voll machen. Ich kann es ja mal versuchen. Dann kann man den eh nicht mehr benutzen. Oh. What I've done? Zerstöre 30 Objekte. Yay! War nicht ganz meine Absicht, aber cool, dass es dafür auch Errungenschaften gibt. Habe ich dich nicht eigentlich eben hier reingestellt? Ich dachte, ich hätte dich hier reingestellt. Habe ich wahrscheinlich nicht, weil alles noch dreckig gewesen ist oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Da ist noch was. Ich glaube, das war's dann aber auch erstmal. Dann können wir das nochmal auffüllen. Also ich habe jetzt nicht so wirklich viel Unterschied gemerkt bisher. Es soll ja, ich glaube, 25% mehr Volumen... Alter.
Stell dich doch einfach mal hin, Mann. Mehr Volumen haben. So. Ja, natürlich. Mal, willst du mich hier veräppeln? So. Kriegen wir noch eine Errungenschaft, wenn wir noch mehr Sachen kaputt machen, oder? Ich müsste ja nicht so drauf aufpassen, oder? Musst du mich so erschrecken? Du sollst dich doch nicht bewegen. Es sei denn, ich bin mit einem Dampfstrahler gerade auf dir drauf. Das hört sich so seltsam an, irgendwie. Es sei denn, ich brutze dir gerade die Eier weg, so ungefähr. Weißt du was? Wo ist er denn? Da. Nimm mich jetzt erstmal mit, du nervst mich ein bisschen. So. Er hier hat die Wände rot gestrichen, oder wer? Eieiei. Dann hat er es irgendwie auch nicht so anders verdient, ganz ehrlich. Ich meine, selbst wenn man denkt, dass irgendwo der Teufel, irgendjemand vom Teufel besessen ist oder so, hat man ja immer noch nicht das Recht, den jetzt einfach umzubringen. Und ganz ehrlich, der hat Stimmen gehört, so wie ich das mitbekommen habe. Ich meine, hallo? Da fragt man sich doch eher, wo diese Stimmen herkommen und knallt nicht irgendwie wahllos irgendwelche Leute ab. Wobei, irgendjemand hat hier doch... Tja. Irgendjemand hat aber doch auch Selbstmord begangen, meinte der in der E-Mail, ne? Selbstmord, Mord. Irgendwie alles durcheinander. Also ich denke nicht, dass das der kleine Junge war. Oder vielleicht auch ein Mädchen. Das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen... Das sollte ich eigentlich löschen, aber das kann ich vermutlich nicht löschen. Ah, wo ist denn der PC eigentlich? Hier ist gar kein PC drin. Hä? What the fuck? Wollt ihr mich veräppeln? Hallo. Schönen Gruß ans Design. Hier ist alles vorhanden. Ein Drucker, ein Monitor. Die Maus ist weg. Aber dafür ist eine Tastatur drin. Aber wo bitte ist der PC? Irgendwas habt ihr nicht so richtig bedacht, glaube ich. Aber das erklärt, warum sich der Bildschirmtext die ganze Zeit nicht ändert. So. Die Vase kriege ich auch noch kaputt, warte. Cleaner's job is not making mess. Doch, doch, das ist schon alles in Ordnung. Da auch noch. Warte mal. Ich hab doch gerade noch... Sagen, ich habe doch gerade noch was Blaues gesehen hier. Ah, das ist mit weggegangen. Okay. Machen wir erstmal hier weiter. Vielleicht muss ich mich gleich auf die Couch draufstellen oder so. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich mach's einfach. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich mach's einfach. Okay. Ja, es war klar. Sobald ich hier oben bin, bist du auch wieder leer. Dankeschön. So. Habe ich da unten die Ecke vergessen, oder? Ah, nee, das ist nur ein Schatten. Hm.
Wieso sieht das aus, als ob ich hier Fußabdrücke von irgendeinem Hund habe? Bin ich ja noch drauf? Ja, noch ja. Die Reichweite sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen erhöhen mit den Punkten. Das stimmt schon, dann kommt man, glaube ich, auch besser oben so an die Decken und so dran. Das, denke ich mal, soll ich als nächstes mal in Angriff nehmen. So. Na, komm, geh weg. Ach, jetzt stell's hin. Ich will das da drunter haben. Both barrels empty. Beide Läufe leer. Ja. Heißt nicht, dass er zwei Kugeln drin hatte, aber sieht so aus. Alter! Ich wollte das doch nur aufheben. Mehr wollte ich doch gar nicht. Aber das kann ich nicht, während ich den Schlauch in der Hand habe. Das habe ich schon mitbekommen. Manchmal vergesse ich es aber auch. Hallo. So. Das sieht gut aus. Ich jetzt mal hier hin, oder? Ja. Perfekt. Das nehmen wir auch mit. Kassette haben wir auch noch eine gefunden. Sehr schön. Achso. Holy Water? Lass mich raus. Haha. Na gut. 300 noch. Sehr schön. Das nehmen wir auch mal direkt mit. Können wir nichts mehr mitnehmen, das schon. Alter, ernsthaft? Da ist die Maus drin. Wollt ihr mich veräppeln? Jetzt weiß ich zumindest, wo die Maus vom PC ist. Das heißt dann wohl so viel wie, die hat dämonische Vibes gehabt oder so. Ich bin mir nicht sicher. Das ist aber kein... Nee. Ah, sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, wer so einzelne Scheine bei sich irgendwo in den Schubladen hat, aber fragen wir nicht nach. Da ist auch noch eine Maus drin. Komisch, dass hier ja keiner benutzt. Da ist nichts. Auch nichts. Okay. Achso, die Lampe. Die habe ich gar nicht gesehen. Like no one was ever here. Dein Ernst? Jetzt ist hier Licht drin? Echt jetzt? Na toll. Ah. Okay, ich brauche natürlich noch... Moment, da müssen wir als nächstes weitermachen. Hä? Eine Katze? Ach, die Katze hat das umgeworfen. Jetzt verstehe ich das. Okay. Das geht so. Ja, natürlich. Ein Teil rein und schon ist man wieder voll. Zack. So. Dann den Rest. Oder was? Ja. Ja, toll. Komm schon. Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch irgendwo noch Patronen. Die sind hier. So. Das war's aber auch.
So, dann können wir uns hier erstmal in dem Zimmer sauber machen. So, hier ist ja sowieso alles schon dreckig. Okay, die Katze habe ich anscheinend nicht erwischt. Also falls sie überhaupt noch da oben drauf ist, keine Ahnung. Ach, deswegen auch die Mäuse. Soll das als Spielzeug für die Katze sein, oder wie? Euer Ernst? Okay. Och, Alter! Ich dachte, die Katze sprengt mich an. Oh. Die ist doch bestimmt irgendwo hier in der Ecke, oder? Tee, um den Codex-Eintrag zu sehen. Rum? Tabletten? These antipsychotics didn't work at all. Ach, das ist ein Rezept. Hm. Zyprexa. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Echtes sein soll. Keine Ahnung. Das sind alles nur Psychopharmaka, ne? Was sollen wir uns denn ansehen? Überwachungsaufnahmen. Manchmal gibt es am Tatort... Ja, Hacking ist klar. Dafür brauche ich aber erstmal einen PC. Ach, warte mal. Ist der hier hinten? Ah. Okay, das haben wir ja in der letzten Folge, war es, glaube ich, gelernt. Wobei, ich würde lieber das hier nehmen. Ah, sehr schön. Weil, zurück. Genau, zurück. Ach ja. Dauert jetzt noch ein bisschen. Ich werde hoffentlich dran denken, dass ich das Ganze rausschneide. Dann sehen wir uns gleich am Ende wieder. 3, 2, 1, yay! Können wir... Ne, wir können nicht alles machen. Okay, ich muss immer... Geht auch nicht mit bestätigen. Ich muss immer mit der Maus drauf und löschen. Okay, zack. Alle Aufnahmen wurden gelöscht. Und nun? Kann ich nur noch beenden, oder? Sonst habe ich auch nichts mehr. Entsorge die Körper, ist klar. Beweise sammeln. Ein Beweis fehlt uns noch. Alter. Oh. Schönes Bild nebenbei, merk. Oh, ja. Die nehmen wir doch mit. Überall diese Mäuse, ne? Ey, ich raste hier aus. Okay. Und oh Moment. Sometimes you really don't need much to make people go crazy. Ja, aber hat das keiner gesehen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, das stand hier ganz offen. Die anderen, okay, die kann ich noch verstehen. Aber das stand jetzt hier tatsächlich ganz offen. Ich meine, die wissen doch, dass die da normalerweise keine, keine Boxen stehen haben. Ich warte ja nur darauf, dass die Katze gleich hier runterspringt. Okay, werde den Müll los. Welchen Müll? Ach, hier. Ah ja, klar. I take you as my piece of trash. Ja, natürlich. Natürlich. Da oben. Ich sollte nicht zu schnell laufen. So, ja, aber ansonsten sehe ich jetzt hier... Ach so, stimmt, ich habe ja unten noch den einen Raum. Moment, ich habe hier noch die Lampe stehen, oder? Ja, genau. Die nehmen wir natürlich auch mit. Dich füllen wir hier nochmal kurz auf. Und dann gehen wir ans Eingemachte. So. Ich glaube,
Ja, genau. Hau das einfach mal davor. Alles kein Thema. Alles kein Thema. So. That haunted robot vacuum won't stop until I beat the shit out of it. Ja, die Frage ist nur, warum soll ich den kaputt machen? Weil eigentlich ist das ja Blödsinn. Weil dann merkt man halt, okay, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Warum ist das Ding kaputt? Das ist jetzt ein bisschen unverständlich, finde ich, aber okay. Cleaning comes before fixing. Oh mein Gott, ja, von mir aus. Ach nee, dann geht das Ding aber kaputt, oder? Habe ich die Katze eingeschlossen oder was war das gerade? Oder habe ich jetzt draußen eine Katze gehabt? So she must have trashed a place herself. Reden wir jetzt von der Katze? Hat doch gerade gesagt, dann hat sie den Ort von selber zerstört. You either die cleaning or live long enough to be cleaned. Okay. Ja, ich verstehe jetzt allerdings auch, warum ich den kaputt machen soll, weil klar, wenn der jetzt natürlich immer durch das Blut durchfährt, das ist natürlich Mist. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Dich leg ich mal so lange hier hin. Dich könnte ich eigentlich schon. Oder auch nicht. Schon mal dahin legen. So. Das auch. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, das sind meine Fußabdrücke hier. Nicht meine, oder? Ja, ich hab's gewusst. Ach, F dich doch einfach. Ich wollte nur vorsichtig unten drunter mal eben kurz machen. Oh. Okay. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist sogar ein besseres Cover. Na gut. Das ist dreckig, ne? Nehme ich mal an. Ja, natürlich. Wie soll ich das sauber machen, wenn ich das nicht drehen kann? Euer Ernst? Alter! Das ist jetzt irgendwie... Oder kann ich das auch machen, wenn das auf der falschen Seite liegt? Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste das mal ausprobieren, weil das ist jetzt wirklich irgendwie doof. Ach, ich dachte gerade, die Katze sitzt vorm Fernseher. Okay, alles gut. Wir machen erstmal das Ding sauber, würde ich sagen. Dazu brauche ich das mal kurz. Und dein Ernst jetzt? Wenn ich das wegmache, wieso sieht das dann so aus? Ich frag gar nicht erstmal. Nein, ich frag gar nicht erstmal. So. Hämmern wir das einfach alles hier drüber.
ist ja gut, den Rest machen wir so. So. Sieht immer so ein bisschen aus, als würde ich mich bewaffnen, ne? In gewisser Art und Weise ist es ja auch so. No jump scares. Let's keep it that way. Ja. Ich bin nicht so sicher, was das sollte. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ich denke, dass irgendwas verflucht ist, dann werde ich ja nicht erst die Leute darin umbringen. Und dann quasi erst nachfragen, sozusagen. Also das ist ja... Ja. Was soll man sagen, ne? So, du bist, glaube ich, grün, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, du bist nicht grün anscheinend. Ich kann dich aber auch nicht säubern. Das heißt, dich kann ich dann auch nicht säubern. Ja, geil. Wie soll ich das jetzt machen? Nimmt das ja anscheinend auch nicht richtig an. Ja, natürlich. Eieiei, okay. Eigentlich machen diese Aufträge ja an sich sehr Spaß. Hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, wenn man hier die ganze Zeit Blutflecken und Leichen beseitigt. Aber manchmal ist es auch so ein bisschen, dass man denkt, oh Gott, warte mal, was ist das denn? After she killed her family, she finally stabbed herself in the heart. That's where maternal love comes from. Ach, die Mutter hat das getan. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre der Vater was, glaube ich. Also der mit den... Vielleicht war es ja auch die Katze, wer weiß. Nein, aber ich habe eigentlich gedacht, das wäre der Vater, der sich dann am Ende sozusagen selber erschossen hat. Da war ich ja komplett auf dem falschen Dampfer. So, das können wir nochmal eben wegtun. Was haben wir denn noch hier? Bilder sind aber auch irgendwie so ein bisschen scary, ne? Werde den Müll los, Möbel, Beweise sammeln. Ja, ja, ist ja gut. 71% Blut habe ich bisher. Also, ich habe mehr, aber 71% Blut habe ich beseitigt. Alter, die Katze. Mist wie. Okay, da hinten ist noch überall. Zwei Stühle fehlen noch. Und der ist gekippt. Was ist das? Everything started when Adam got back home from his studies. The first thing I noticed was the sudden temperature changes. It was either so cold in here that you could see your breath, or so hot that it felt like a fever. Then things started moving on their own at night. At that point, I was sure Adam was possessed. I had to save my little boy, save his soul from the evil spirit within him. Fear and delusions led her to murder. Alter, das ist echt nicht normal. Ich dachte gerade, da oben ist die Katze. Das ist doch so prädestiniert dafür, dass da ein Jumpscare kommt, oder? Ja, machen wir hier erstmal alles aus. Haben wir hier nicht zufälligerweise... noch irgendwo Licht, was wir noch gerade stellen können oder so. Dass hier mal ein bisschen heller wird.
Okay, da ist sonst nichts. Oh, ups, die habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Bei wem entschuldige ich mich eigentlich? Die Leute sind eh alle tot hier. Wieso sehe ich das eigentlich nicht? Moment. Und wieso steht die Lampe? Hä? Hatte ich die nicht vorhin hier reingestellt? Bin ich total doof? Dich müssen wir wieder auffüllen. Aber ich glaube, die eine... Dieses eine Sitzpolster, meine ich, habe ich eben sauber bekommen, oder? Mit dem Dampfstrahler. Moment. Nee, ist immer noch rot. Na, es bleibt mal richtig rumliegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Wunder ist geschehen. Ich bin ja auch hier in einer hochchristlichen Vereinigung. So. So, ne, so. Nein! F dich! Nicht abhauen. Nein! Oh, ist das nervig, Mann. Komm. Oh, endlich. Eieieiei. Och nein, nicht schon wieder so ein Mist. Aber ohne den Stuhl hier würde ich das nicht hinkriegen, ganz ehrlich. So, eins haben wir noch irgendwo. Ist das hier reingeflogen? Nee. Ja, ja. Ach, hier. Ist das sauber? Das war gerade grün, ne? Oh. Okay. Sehr gut. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als ob hier irgendetwas sauber war, was hier zugelegen hat. Also, weil das ja auch durch das Blut immer wieder so nach hinten weggeflogen ist. Offenbar alles okay. Wusch, einmal erstmal ausgemacht. Nicht, dass sie uns hier die Bude noch abfackelt, ne? Sonst haben wir wirklich das Problem, wo wir schon von gesprochen haben. Ah, sehr schön, ich hab's noch hinbekommen. Aber wo kommt das jetzt hin? Es hat doch jetzt keins mehr gefehlt, oder? Vielleicht mal gucken. Erstmal das ganze Buch unter Wasser setzen. Oh. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Entschuldigung. Das habe ich jetzt etwas spät gesehen. Nein. Ach, äfft euch doch. Mann, ich will es doch nur sauber machen. Ah, ist jetzt... Nee, das war das andere, ne? Nein, das war nicht E. Das war E. So, wir haben einen Stuhl, der nicht hier kommt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Moment. Das sind die anderen Stühle. Dann kommt der Stuhl halt dahin. Ist mir auch egal. So, ich denke mal, da gehören dann die zwei drauf. Ja, das sieht gut aus. War denn das zweite jetzt? Ach, da. Nein, nein. Bist du böse? Böses Kissen? So. Und da können wir auch zwei, dreimal laufen, schätze ich mal. Aber ist nicht schlimm.
Weil, bis auf das Zimmer links, wo ich noch nicht genau weiß, ob da noch irgendwas drin ist, was wir noch brauchen oder so. Bis auf das sind wir ja soweit, würde ich jetzt mal glatt behaupten, fast fertig, ne? Wir müssen noch zwei Beweise sammeln. Das könnte natürlich im Nebenzimmer sein. Ich komme auch mal weg hier. Dann natürlich noch Möbelstücke. Ach, das liegt dahinter, deswegen. Werde den Müll los, ist klar, sind wir jetzt gerade dabei. Blut haben wir auch noch nicht ganz weg, das ist auch klar. So, die Kerzen würde ich jetzt mal glatt behaupten, die sollten wir auf jeden Fall mit wegtun. Weil... Naja, Müllsammler würde ich jetzt nicht gerade sagen. Mülleinsammler, okay, aber Müllsammler würde ja jetzt voraussetzen, dass er die Sachen behalten will. Das ist natürlich Quatsch. So. Die Kerzen waren, glaube ich, irgendwie so komisch weiß oder so, keine Ahnung. Kann sein, dass man die nicht benutzen muss. Ich persönlich würde sie aber mit wegmachen, weil die halt so ein bisschen auf dieses Fanatische hindeuten, ne? Käse, den kann ich leider nicht mitnehmen. Schade. Ist auch kein Geld irgendwie im Kühlschrank versteckt oder so. Kann man hier eigentlich irgendwas... Alter Schwede, wo bin ich denn hier? In L.A., this could have been a whole apartment. Exit. Ja, geil. Was ist das denn? Ein Lunchpaket oder was? Aber auch mit Zigaretten. Also das... Ich weiß nicht, ob der Vater hier einfach nur... was reingetan hat oder ob das irgendwie sowas wie Silikon... Ah. Oder ob das sowas wie... ja... wie sein geheimes Versteck oder so sein sollte. Ich habe keine Ahnung. Harry Potter and the Clablet of Kay. Was soll man das heißen? Ich habe doch gerade noch... Nee, das... This is exactly the read I was hoping for right now. Naja, das war auch nur das. Ich dachte gerade, ich hätte ja noch irgendein Geheimnis gehabt, aber... Und da ist keine Kassette drin? Das wundert mich. Ich meine, immerhin haben wir jetzt hier ein Geheimnis gefunden, ne? Aber... Sieht nicht danach aus. Ah. Aber... Was bedeutet das? Es ist mal wieder richtig gut gewesen, nachzuschauen. Also überall nachzuschauen. So. Die können wir... Warum ist das hier... Hä, warum ist das hier so rot? Alter! Echt jetzt? Ist da irgendwas drin, was ich hier nicht sehe? Oh mein Gott. Ach, der ist noch komplett voll. Moment. Ah, das machen wir mal eben schnell. Zack. So, das haben wir alles, das haben wir alles. Da sind wir gerade noch dran. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir noch. Nein, nehmen wir mal direkt mit. Das ist ja krass. Hier ist aber auch nichts, was ich so... Habe ich jetzt gerade abgespült? Ernsthaft? Ich wollte eigentlich einen Klodeckel aufmachen, um zu gucken, ob da irgendwas versteckt ist, aber... Was ist das? Ach, so ein Quietscheentchen. Oh, Moment. Da haben wir doch noch einen Ring gehabt. Was ist das? Zahnpastatube. Die brauchen wir nicht. Wobei weder die Zahnpastatube noch den Ring brauchen die Leute noch, die hier gewohnt haben. Deswegen ist mir das alles auch egal. So. Moment, Moment. Wo kommst... Ach nee, du standst da die ganze Zeit, ne? Beziehungsweise sollst da stehen. Du sollst eigentlich da stehen, aber ich habe wieder alles durcheinander gebracht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ghostbusters! Fliegende Stühle überall.
Also langsam mache ich mir jetzt schon Sorgen. Also entweder haben wir wirklich eine unsichtbare Katze, die jetzt da gerade Breakdance drauf tanzt oder sowas. Oder ich weiß auch nicht so genau. Der ist immer noch dran. Ich habe ja meinen Strahler schon. Ne? Solange ich meine Strahler nicht mit irgendjemandem kreuze, ist alles gut. Also mit dem Strahler von jemand anderem kreuze. Ihr wisst schon, was ich meine. Zumindest diejenigen unter euch, die Ghostbusters geguckt haben. Also die Originalfilme, nicht diese billig nachgemachten heutzutage. Mit den Weibern da. Heißt die überhaupt auch Ghostbusters? Doch, ich glaube, die hießen auch Ghostbusters. Frage an die Entwickler. Sollte jemals einer hier zuschauen? Ist das gewollt? Ist das ein Bug oder ist dieses Haus hier tatsächlich irgendwie von Geistern besessen? Ich bin mir nicht so sicher. Da unten ist doch noch was. Kleine Drecksau. Sollte man eigentlich erwarten, dass das aus ist, ne? Aber... Also wenn er mich schon dahin schickt. Andererseits muss man jetzt auch dazu sagen, wenn das noch an ist, kann man es natürlich besser hören und dementsprechend besser finden. Auch wenn man nicht weiß, wo die Sachen halt eben versteckt sind. Kriege ich von hier aus nicht. So, wenn ich den jetzt anfasse. Ich bin mir nicht sicher. Sind wir hier noch beim Cleaner oder sind wir hier schon beim Horrorspiel? Ich glaube, wir sind beim Horrorspiel gelandet. Hallo? Alter? Alles gut? Nehme ich zumindest an. Oh mein Gott. Ich muss hier raus. Ich muss das schnell beenden und dann muss ich hier raus. Ich weiß nicht. Das ist hier irgendwie... Es ist hier eine unsichtbare Katze, die irgendwie alles kaputt macht und alles umwirft und... Bist du zum Stehlen da? Nee, sonst... Oder? Du bist zum Stehlen da. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte der nämlich eine andere Farbe. Nee, nee. Okay. Can't pick up anything with a full bag. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Mach einfach hinne, dann können wir hier raus. Weil irgendwie, wenn du nicht die Ghostbusters rufen willst, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. So, das hatten wir jetzt alles schon. Sieh dir das Video mit Karatz der Katze an. Alter! Was zur Hölle ist das hier? Ist dieses Zimmer ein Katzenschrein? Ich hab's doch gewusst. Ich hab es doch gewusst. Das ist der Teufel persönlich. Dieses dicke Fellknäuel. Das hier, das ist der Teufel persönlich. Ich hab's gewusst. Deswegen sehe ich den auch nicht. Deswegen ist er hier überall in der Dunkelheit verborgen. Deswegen hat er mich angegriffen. Wieso habe ich hier noch Blut? Moment, halt, stopp. Alter! Willst du mich verarschen, du räudiges Katzenvieh? Ich sag doch, das ist... Also erstens, da oben ist noch Blut. Zweitens, ich hab... Langsam krieg ich hier Gänsehaut jetzt ohne Scheiß. Ich meine, ich mag gerne Horrorspiele, aber doch, wenn ich darauf eingestellt bin, nicht wenn ich denke, dass ich einfach nur einen Tatort hier reinigen muss. Das geht doch nicht.
doch mal diese scheiß Flecken hier oben sauber. Natürlich. Was ist denn da die Wand hochgelaufen? Achso, nee, Moment. Wegwerfen wollte ich den nicht. Ich wollte den eigentlich aufhören. Springt der mich jetzt gleich hier irgendwie durchs... Das ist ja gar kein Fenster, was wollte ich Ihnen sagen. Durch den Spiegel war es aber jetzt auch nicht. Ich kriege ja langsam so ein bisschen komische Zustände. Es tut mir leid. Diese Katze bringt echt das Schlimmste in mir zum Vorschein. Und ich bin immer noch davon überzeugt, diese Katze ist eindeutig Satan. Gibt es diese Serie eigentlich noch? Ich habe vor etlichen Jahren, habe ich mal eins live gehört im Radio. Da gab es diese Serie halt, Satan. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. 97% Blut wollt ihr mich jetzt veräppeln hier. Lass mich drücken. Hier ist aber doch... Also das kann ich noch klauen. Ja, gut, okay, das ist schön, aber... Ach so, weil das Blut ist von nebenan wahrscheinlich, ne? Weil Satan hier eben rumgelaufen ist. Das Lustige ist tatsächlich... Ach, hier war... Okay. Das Lustige ist tatsächlich... Ich habe damals immer gesagt, wenn ich jemals, was ich nie kriegen werde, weil ich habe leider eine Allergie auf Katzen, aber wenn ich jemals eine schwarze Katze kriegen sollte oder holen sollte, dann werde ich die Satan nennen und dann wird die nach draußen gehen können und dann werde ich mich in den Garten stellen und werde dann die ganze Zeit rufen, Satan, wo bist du? Bis die Nachbarn mich für total bekloppt halten. Achso, den Rest muss ich nie machen, okay. Das ist natürlich nur ein Scherz gewesen, weil ich jetzt gerade gesagt habe. Aber ich habe es tatsächlich immer so gesagt, wenn auch aus Scherz, weil ich das irgendwie ganz lustig fand. Och ja, natürlich. Ich muss hier raus, Mann. Sonst greift Satan mich nachher noch an. Vor allen Dingen stelle ich mir das echt blöd vor. Man ist hier... Was ist denn... Wenn da wirklich so ein blödes Katzenviech, anders kann ich es nicht sagen, also Katzenviech jetzt nicht im negativen Sinne, ne? Aber wenn da wirklich so eine Katze rumläuft, in einem Tatort, den man tatsächlich sauber machen muss, und die läuft ständig durch das Blut durch. Holla die Waldfee, ich würde bekloppt werden. I've got a hunch on who the family favorite was. Vor allem kannst du ja nicht sagen, ey, Katze. Geh mal zur Seite. Ich bin hier gerade den Tatort am Reinigen. Das stelle ich mir richtig doof vor. Vor allen Dingen, also eigentlich müsste man die ja dann fangen und irgendwie rausschmeißen oder so, ne? Na gut, das ist ein Katzenraum. Was soll hier schon sein? Außer vielleicht noch ein goldenes Halsband. Alter! Wie viel Alkohol hat die Katze denn gesoffen hier heimlich, ja? Ja, ja. Das war, glaube ich, der Eingang, wenn ich das richtig sehe. Kann ich hier hinten noch irgendwas machen? Warte mal. Du kommst mal kurz mit. Ja, natürlich gehst du wieder aus, wie immer. So, da ist doch noch was für 300. Sehr schön. Ach, ich dachte gerade, der steht auf dem Kopf. Überall dieses Fresszeug. Wieso liegt das hier überall? Das wird doch schlecht. Hallo. Da ist noch eins. Ist hier irgendwo noch ein Bild? Ach, da. So, ich habe jetzt nur ein Geheimnis. Ja. Alle Aufgaben erledigt. Alle Aufgaben erledigt. Erster Stock, sind auch alle Aufgaben erledigt? Nee, werde den Müll los. Hä? Ist denn hier noch Müll? Also hier anscheinend nicht. Hier irgendwas verpasst?
Hä? Ah, Moment. Das habe ich ja so gar nicht mitbekommen. Ist anscheinend irgendwas kaputt gegangen, eben beim Rausfallen. Okay. Ja. Sehr schön. Dann würde ich fast sagen... Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Dass wir soweit fertig sind. Halt, stopp. Halt. Da habe ich gerade noch was gesehen. Das Ding können wir mitnehmen. Machen wir das doch. Für 300 Dollar? Mache ich sofort. So, Tschüssikowski. Ich bin da mal weg. Ja. Oh, okay. Also, Blut 100%. Müll 100%. Ja gut, wir haben halt auch die Vorgabe, ne? Möbel 100%. Alle Beweise gefunden. Sehr schön. Mission erfüllt. Plus 3050. Ist doch schon mal eine gute... Ne? Sechs Fertigkeitspunkte. Sehr geil. Zweite Kassette fehlte mir noch und ein Geheimnis habe ich nicht gefunden. Ich denke mal, dass das da ist, wo die Kassette ist. Ich vermute, dass das in dem Raum gewesen ist, wo mir direkt die Sachen entgegengeflogen sind. Aber ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. So im Nachhinein vielleicht in einem Schrank, der voll mit den Sachen war. Dass man vielleicht irgendwo eine Tür hinten raus machen konnte oder so. Oder hinter der Tür. Dass da vielleicht noch irgendwie eine lose Diele war, wo man reingehen kann. Keine Ahnung, da muss ich echt mal besser aufpassen wieder. Also ich gehe davon aus, dass man das tatsächlich dann bei dem Geheimnis, also bei dem geheimen Raum dann gefunden hätte. Schade. Ja, dann bleibt mir allerdings trotzdem nichts zu sagen als Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch denkt, dass es tatsächlich die Katze war und nicht der Typ, der jetzt total verzweifelt mir den Auftrag gegeben hat. Ich denke immer noch, dass die Katze tatsächlich Satan war und die Katze dann diese Situation für sich genutzt hat, um endlich mal Rache zu üben und endlich mal die ganzen Leute auszumerzen. Weil ich denke, die Katze wollte diese Wohnung für sich selber haben. Da gehe ich stark von aus. Und da die ja immer noch da ist und immer noch die Wohnung für sich beansprucht und die Wände wortwörtlich entlangläuft, gehe ich mal davon aus, dass ich recht habe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Lasst mir auch gerne ein Like da, um meinem kleinen Kanal hier ein wenig zu helfen, dass er mehr anderen Leuten angezeigt wird. Und ja, wie gesagt, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.